Herzlich willkommen zu Maskenlos, der Podcast für ein selbstbestimmtes Leben. Ich bin Christine Raschke und ich bin ganz aufgeregt, denn ich möchte mit dir auf eine Reise gehen. Eine Reise, welche voller Abenteuer, aber auch voller Ruhe und Entspannung ist. Sie ist so vielfältig wie keine andere und wird jeden von uns überraschen. Denn es geht um die Reise zu dir selbst, die Reise zu deinem selbstbestimmten, authentischen Ich. Und diese Reise wird über mehrere Episoden gehen. Heute geht es erstmal um die Vorbereitungen und dabei wünsche ich dir nun ganz viel Spaß. Lass uns auf eine Reise gehen. Lass mich dein Reiseführer sein. Doch was sollten wir vor einer großen Reise machen? Genau, du musst dich vorbereiten. Es wird eine Reise mit einem etwas ungewissen Reiseziel. Wir wissen, was wir erkunden möchten, aber noch nicht, wo genau das liegt. Wie sollst du also nun für diese Reise packen? Noch gar nicht. Denn als allererstes solltest du schauen, wo du dich gerade befindest, in welchen Gewässern du dich gerade aufhältst. Und wie gefällt es dir hier? Fühlst du dich wohl? Wie ist dein Alltag? Wie dein Umfeld? Nimm dir erstmal ein wenig Zeit, deinen allerersten Logbucheintrag zu schreiben über den aktuellen Standort, über diese aktuelle Lebenssituation, in der du dich gerade befindest. Ich werde dir die wichtigsten Fragen dazu in dem heutigen Instagram-Post schreiben, sodass du dir nochmal ganz in Ruhe Gedanken machen kannst. Was umgibt dich aktuell? Welche Aktivitäten führst du aus? Wie ist deine Aussicht? Was siehst du so bei deiner Aussicht und mit wem teilst du diese Aussicht? Hast du vielleicht noch einen Anker liegen? Etwas, das dich an Ort und Stelle hält und dir Sorgen bereitet, wenn es darum geht, auf Reisen zu gehen? Gibt es vielleicht etwas, was dir nicht so gut gefällt bei dem jetzigen Reisestandort, wo du dich gerade befindest? Dazu habe ich einen kleinen Tipp. Stell dir einmal vor, in deinem Kopf, du wärst schon auf einer Reise, ganz alleine, in einem ganz entfernten Land und du kennst niemanden dort. Und dann triffst du eine dir total sympathische Person, die zufälligerweise deine Sprache spricht und ihr führt ein langes, ausgiebiges, tiefgehendes Gespräch und du hast das Gefühl, dieser Person alles erzählen zu können. Und das Beste? Niemand wird je davon erfahren. Dieses Gespräch ist top secret, denn ihr seid ganz weit weg und niemand kann dazukommen, der dich kennt. Du kannst einmal ganz offen und ehrlich all deine Gedanken und Gefühle aussprechen. Nimm dir einmal etwas Zeit, wenn du gerade alleine bist und dich niemand hören kann und stelle dir diese Situation wirklich bildlich vor und dann beantworte die Fragen, indem du es wirklich aussprichst. Erzähle dieser imaginären Person einfach alles, was dir zu dem Thema einfällt. Warum ich diesen Tipp gebe? Ich selbst war schon alleine reisen und ich habe interessante und inspirierende Personen kennengelernt und einige von diesen haben mir solche Fragen gestellt zu meinem Leben in Deutschland. Und ich muss gestehen, so ohne dass irgendjemand aus meinem Leben in Deutschland so zuhören konnte, hatte ich sehr ehrliche und direkte Antworten, die mich selbst erstaunten. Ich hörte mir fast gespannter selber zu, als der, der mir gegenüber saß. Oder die, die mir gegenüber saß. Es waren meistens mit Frauen Gespräche in meinem Fall. Und gerade Menschen wie ich, so Gebertypen, laufen ja auch im Privatleben schneller Gefahr, sich mit einem etwas toxischen Umfeld zu umgeben und es mit der Zeit immer weniger wahrzunehmen. Denn ja, wir bringen es ungern zur Sprache und wir wollen auch nicht mit Freunden über gemeinsame Freunde reden, denn damit würden wir sie in ein schlechtes Licht rücken. Aber mit Fremden, die diese Person gar nicht kennen, denen es total egal sein kann. Und ja, das kann richtig befreiend sein, einfach mal alles ehrlich zu sagen und selber mal hinzufühlen. Und wie gesagt, das kann auch erschreckend sein, wenn man sich dann selber zuhört, welche Gedanken man sich vielleicht vorher auch gar nicht erlaubt hat. Natürlich soll und muss das hier kein Mimimi-Gespräch mit einem Fremden werden. Eventuell hast du auch ganz viele großartige Dinge aus deinem aktuellen Leben zu erzählen.
Vielleicht hast du etwas, worauf du richtig stolz bist, etwas, was dir richtig Freude bereitet, etwas, was du vielleicht auch vermisst, während du auf Reisen bist. Das wünsche ich dir auch vom ganzen Herzen. Und auch darüber kannst du einfach mal frei von der Leber wegreden. Dir bewusst machen, was du da hast und also richtig die Dankbarkeit dafür spüren, richtig wahrnehmen. Während du dieses Gespräch führst, schreib dir mal die wichtigsten Dinge auf, die dir selber im Gespräch auffallen. Die Dinge, die dich irgendwie triggern oder wo du merkst, hey, da geht mir das Herz auf oder da spüre ich am meisten. Und damit hast du schon einen allerersten Logbucheintrag fertig. Ja, geht's jetzt ans Packen? Leider immer noch nicht so ganz. Wir müssen erstmal dein Schiff fertig machen. Oder solltest du jetzt Seereisen nicht so attraktiv finden, vielleicht sogar seekrank werden, kann es in deinem Fall gerne ein anderes Gefährt sein. Vielleicht hast du mal Lust, so einen richtig alten Hippie-VW-Bus zu nehmen, mit dem du so durch die Gegend tourst. In meinem Fall, ich glaube, ich würde mir eine coole Harley nehmen und einfach mal mich auf eine coole Motorradtour vorbereiten. Für was auch immer du dich entscheidest, bevor es auf deine Reise geht, sollten wir erstmal die Beschaffenheit prüfen und es gegen Widerstände, wie zum Beispiel schlechtes Wetter oder holprige Wege, sicher machen und schauen, wie es gebaut ist. Denn ohne das zu verstehen, können wir es ja auch nicht richtig bedienen. Wir brauchen quasi erstmal eine Bedienungsanleitung und einen Führerschein für das, was wir da überhaupt steuern möchten. Aber hast du eine Idee, was ich hier meinen könnte? Ich rede von deinem Wertesystem. Denn deine Werte sind dein Fundament oder jetzt auf der Reise dein beweglicher Untersatz. Denn dieses Fundament nimmst du mit, egal wohin du gehst. Es ist wie bewegliche Wurzeln, die du, egal wo du hingehst, immer gleich in den Boden schlägst. Jede Entscheidung, die du triffst, jede Verhaltensweise von dir beruhen auf deinen Werten. Einen Werteschnelltest findest du bereits von mir als fertige Podcast-Folge. Es war direkt eine der ersten Folgen. Und da kannst du gerne mal reinhören. Solltest du noch tiefer in das Thema eintauchen wollen, findest du auf meiner Homepage christine-raschke.de das dreiteilige Finde deine Werte-Programm. Und ja, das geht noch weit über die Podcast-Folge hinaus und beschäftigt sich nicht nur mit deinen Top 5 primären Werten, sondern auch mit deinen sekundären Werten in den verschiedenen Rollen, die du im Leben ausführst. Ja, und wenn du dein Wertesystem kennst und es bedienen kannst, müssen wir nur noch schauen, wie gut dein Gefährt in Schuss ist. Vielleicht hast du hier und da noch etwas Rost oder etwas klemmt. Vielleicht hast du ja auch eine Schraube locker. Das sollten wir erstmal schauen. Was ich meine, sind unterbewusste Blockaden, Glaubenssätze, deine Ängste. Was hindert dich daran, deinen jetzigen Standort zu verlassen, deine jetzige Situation zu ändern? Hast du vielleicht noch den Anker gelegt, die Bremsen festgezogen? Fehlen dir vielleicht noch ein paar Zahnräder und Schrauben in Form von Selbstvertrauen und Mut? Wie kannst du das Ganze jetzt feststellen? Wenn du das Ganze erstmal in der Light-Version ohne Coaching machen möchtest, überlege erstmal, gibt es vielleicht etwas, das du schon immer tun oder erreichen wolltest? Oder auch etwas, wofür du was getan hast, aber es trotzdem nicht erreicht hast oder es nicht halten kannst? Dann steckt da mit großer Sicherheit ein negativer Glaubenssatz, also eine Blockade dahinter. Das sind einfach Glaubenssätze, sind im Unterbewusstsein verankerte Überzeugungen. Überzeugungen, die für dich die Wahrheit sind. Und die müssen dir gar nicht bewusst sein, sondern es kann sein, dass es im Unterbewusstsein als Überzeugung verankert ist und du weißt es gar nicht. Und ja, vielleicht hast du auch ganz bewusste Ängste. Es muss gar nicht nur unterbewusst sein, vielleicht hast du ja ganz bewusste Ängste oder es gibt Dinge, welche du dir selber einfach nicht zutraust, sie aber gern umsetzen würdest. Und hier kommt die grausame Wahrheit. Solange du diese Bremsen festhältst, solange dein Anker gelegt ist, geht die Reise nicht los. Denn du könntest alleine starten, aber es wird so anstrengend für dich sein, dass dir die Energie ausgehen wird, bevor du dein Ziel erreichst. Lass uns gemeinsam die Reise weitergehen und mach dir vielleicht erstmal deine Glaubenssätze bewusst. Kümmere dich erstmal um dein Gefährt, dein Tourbus oder dein Schiff. Und es geht erstmal in die Werkstatt. Alle Schrauben festigen, alles gut ölen und geschmeidig machen. Aber wirklich alles?
Okay, gut, das wäre doch ein bisschen übertrieben. Manche Mängel werden ja auch erst bei bestimmten Reiseetappen sichtbar. Wie es nun mal so ist, so ein Gefährt muss dauerhaft gepflegt werden. Es kann sein, dass du dich in neuen Situationen stellst und erst dann merkst, oh, das traue ich mir gar nicht zu. Das kannst du vorher nicht wissen, bevor du dich so eine Situation noch nicht gestellt hast. Also schauen wir erstmal nach allem, was dich von dem Reisestart abhält und konzentriere dich darauf. An was fehlt es dir? Fehlt es dir an Selbstvertrauen und Mut? Bist du es dir wert, ein erfülltes, erfolgreiches Leben zu führen? Also erlaubst du dir das überhaupt? Liebst und akzeptierst du dich? Was hältst du von dir und deinen Entscheidungen und welche Beziehung hast du überhaupt zum Leben und zu dir selbst? Wow, jetzt habe ich dir so unfassbar viele Fragen gestellt, dass ich mir gerade überlege, ich glaube, ich sollte die Podcast-Folge noch einmal selber mitschreiben. Ich rede ja immer gerne so einfach drauf los in meinen Episoden, habe oft nur so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ich glaube, ich schreibe dir einfach mal die wichtigsten Fragen hiervon in einem PDF zusammen und stell dir das einfach als Download zur Verfügung. Genau. Und bevor wir jetzt die nächsten Reisevorbereitungen angehen und dann auch wirklich starten, wäre es für mich wunderbar, wenn du mir vielleicht ein paar Einzelheiten aus dem Logbucheintrag oder auch von den Schrauben, die noch locker sind, vielleicht bei Instagram unter dem ganzen, also unter dem jetzt heutigen Post, wo es um den Reisestart geht, mitteilst. Denn dann können wir gemeinsam in der nächsten Podcast-Folge zum Beispiel schauen, was wir machen können, um uns fit zu machen für den Start. Und je genauer ich weiß, was dir vielleicht noch fehlt, desto mehr kann ich dir da als deine Reiseleiterin dich dabei unterstützen. Natürlich empfehle ich immer, wenn man so richtig loslegen wird und sagt so, ja, jetzt möchte ich umsetzen, empfehle ich immer ein Coaching oder ein Programm mitzumachen, ein Seminar zu besuchen, um das Ganze mal richtig bei den Wurzeln zu packen und anzurütteln. Aber es gibt auch Dinge, die man im ja, Selbstcoaching sozusagen lösen kann, die vielleicht noch nicht ganz so tief gehen. Und einfach mal den Motor anwerfen und schauen, wo die Reise damit schon hingehen kann. Und deswegen hatte ich mir überlegt, das jetzt einfach mal als Podcast-Reihe sozusagen zu starten. Ich bin gespannt, wo es uns hinführt. Ich bin gespannt, was für Menschen ich dabei hier kennenlernen darf, die sich dabei sogar selber noch mehr kennenlernen. Und deswegen würde es mir so viel Freude bereiten, wenn du die ein oder anderen Zeilen aus deinem Logbucheintrag mit mir teilst, sodass wir dann gemeinsam die Reise fortsetzen können. Ja, deswegen wünsche ich dir jetzt einfach viel Spaß mit den ganzen Fragen. Einfach mal dich selbst reflektieren. Führe dein Gespräch mit einem fremden Reisenden. Und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Alles Liebe, deine Reiseführerin Christine.